Jo, guten Morgen, Leute, oder wie auch immer spät es bei euch gerade ist. Es wird ein Video zum ersten Kaffee des Tages heute. Ja, der schmeckt einfach immer am besten. Ja, um was es geht, das habt ihr bestimmt wieder schon aus der Titelbeschreibung vom Video gesehen. Es geht um ein Edel-Stilmesser. Ja, und den Modellnamen könnt ihr hier auch nochmal sehen. Es ist das ES701 BB. Ja, das steht für schwarz. Ich hatte vor längerer Zeit schon mal ein Edel-Stilmesser. Das war das ES801 oder ES802, genau, sorry. So hat das geheißen. Wenn ich jetzt richtig liege, ja, ich verlinke euch mein damaliges Video unten in die Videobeschreibung. Sorry, meine Stimme. Ja, wie die mehreren Zuseher ja schon wissen, ich bin momentan etwas auf dem günstigen Messertrip, wenn man so sagen will. Ja, es ist wirklich so, ich probiere das einfach mal aus. Das interessiert mich zurzeit. Günstige Messer, ja, und ganz so. Die bauen einfach gute Messer, da kann man sagen, was man will. Edelstil, das ist, glaube ich, so eine Schwester- oder Bruderfirma von Ganzo oder was auch immer, wie man das so nennen mag. Jeden Fall baut Ganzo die Messer von Edelstil. Ja, so kommt das Teil daher. Eine wirklich schicke Box. Mit einem Magnetverschluss. Ja, das ist einfach schick. So ein Magnetverschluss. Eine schöne Box also. Ja, so kommt das Messer geliefert. Da braucht man nicht mehr und nicht, ja, eigentlich nicht weniger. Das ist wirklich klasse verpackt. So, holen wir es mal raus. Ja, ich hatte es gestern schon mal angeschaut. Aus einem Grund geht das Messer wieder zurück. Ja, ich hatte mir zwei zur Ansicht quasi geordert. Aber eines gefällt mir einfach nicht bei diesem Messer. Das zeige ich euch natürlich bald. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, von welchem Messer das Design geklaut worden ist. Ja, ich hatte es mal wo gelesen, aber ja, darüber will ich nicht mehr darauf eingehen. Das hatte ich in einem Video schon mal gemacht. Ja, auf jeden Fall wieder einmal sehr gut verarbeitet, das Teil. Ja, es ist wie von ganz so gewohnt, einfach alles sauber verarbeitet. Bekommen wir das eingefangen, den Klingenstand, da ist ja alles schon. So, jetzt geht's. Wunderbar schwarz eben. Ja, die Klingenspitze steht super mittig und hier hat man kaum mehr Spielraum, aber natürlich läuft da nichts. Das passt alles wunderbar. Ja, wie man sehen kann, ist das ein Flipper Modell. Das Ding läuft auf Waschern, ich glaube auf Bronze und Teflon Wascher. Ja, auf jeden Fall hat es kein Kugellager wie das, ja, in Anführungsstrichen Original. Ich glaube, es ist ein Böker Messer, das Original. Ja, logisch, ja, das heißt logisch, das Design ist auf jeden Fall von einem Messer geklaut worden. Ja, okay, es ist ein Flipper-Modell, wie gesagt, es läuft auf Washer. Natürlich kann man das Teil auf Washern hier jetzt nicht so schön flippen wie bei einem kugelgelagerten Modell. Ja, hinter der Kamera ist es natürlich noch schwieriger.
Aber hier haben wir schon mal die schick aussehende Klinge. Ja, es ist schon ein geiles Messer. Ein super Design. Ja, da ist wirklich die Achse sehr schön gefettet. Das ist auch gut so. Also vom Verarbeitungsniveau her, das muss man ganz so, finde ich, schon lassen. Die wissen mittlerweile, wie man ein Messer baut. Okay. Ja, und auch wie man Designs kopiert. Da bin ich auch ehrlich. Kein Thema. So. Hier nochmal die Klingenbeschriftung. Ja, da steht wirklich das schön klein drauf beschrieben. Ja, für einen 440er C-Stahl wieder. Und den Modellnamen. Ja, es ist, liegt auch wirklich super in der Hand. Es ist wahrlich ein Handschmeichler. Es ist wirklich geil. Ja, eben einen Liner Lock hat es. Ja, es ist schwer hier einzufangen, wie der steht. Das ist alles super in Ordnung. Logischerweise kein Spiel. Ja. Okay, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was mir nicht so gefällt. Das ist einfach der schwache Detent. Der ist wirklich super schwach für diese relativ schwere Klinge. Es hat, glaube ich, eine 4 mm starke Klinge. Die Daten vom Messer, die packe ich euch unten in die Videobeschreibung natürlich rein. Aber wir können das Teil jetzt mal schnell hinter der Kamera hier grob vermessen. Ja. Ja, es ist ein recht großer Folder eben. Also er zählt zu den größeren, finde ich. Ja. Hier seht ihr es ja. Eine knapp 9 cm lange Klinge und gesamt ist das Messer in etwa 21 cm lang. Ja, mit einer knapp 4 mm dicken Klinge. Die ist recht dick. Ja, und Moment, mal schauen, ob das hier funktioniert. Ja, hier hält das die Klinge etwas besser, aber ja, sie fällt relativ leicht aus dem Heft hier raus. Da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, ob das stark genug hier hält, ob der Detent stark genug ist. Denn es hat ja einen Flipper und wenn das Teil hier in der Hosentasche hängt, ja, die Klinge geht dann relativ leicht aus, auf, wenn man da wo hängen bleibt oder was weiß ich. Ja. Ja, das werde ich mir noch etwas überlegen, sagen wir mal so, ob ich eines von diesen doch coolen Foldern behalte. Das soll es dann auch schon ziemlich gewesen sein, in diesem Video. Ja, ein cooler Folder auf jeden Fall. Ich will jetzt nochmal versuchen, das Teil hier aufzuflippen. Hinter der Kamera auch. Zumindest einmal. Mal schauen, ob das funktioniert. Ein bisschen mehr Schwung aus dem Handgelenk. Ja. Das funktioniert auf jeden Fall mit etwas Schwung. Ja, durch die schwere Klinge schwingt sie dann doch auf. Ja, macht auf jeden Fall Spaß das Teil, wieder mal klasse verarbeitet. Ja, die Auslieferungsschärfe auch wie gewohnt. Ausreichend scharf das Teil.
Klinge steht mittig, der Liner steht auch. Okay, so, nochmal zum Zeigen. Ja, da passt einfach alles wieder einmal. Ja, nur der Detent, wie gesagt, für einen Flipper mit so einer schweren Klinge, der gehört für mich etwas stärker. Ja, okay. Das war alles bei diesem Video. Zu diesem doch coolen Edelstil-Folder. Ja, mal schauen jetzt, ob ich da einen behalte. Aber wie gesagt. Also, Leute, danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.